Fangen wir mal mit Farfetch an und dann so die üblichen Verdächtigen gehen wir mal durch. Gucken mal nach Krawatten, einschnittlicher Sakko. Ja, genau. Das würde ich sagen. Schuhe auch mal vielleicht. Finden wir ein paar Schuhe. Ich war das letzte Mal mit euch auf dieser Seite und wir hatten nach Santoni-Schuhen geguckt. Im Wesentlichen ist es so, ich habe irgendwie solche Marken. Ich bin ein bisschen festgefahren, muss ich sagen. Santoni. Das ist so bei Schuhen, muss ich sagen, eine meiner Lieblingsmarken. Sneaker trage ich nicht so. Guck mal, das zum Beispiel ist ein schöner Schuh, aber ich sag dir eine Sache, 87 Euro. Ich bin sehr preissensibel. Der hier zum Beispiel auch sieht brutal aus. Im Winter, ich habe so einen Schuh sogar im Winter. Oha. Kroko oder was? Okay, okay. Keton? Die haben auch Keton. Alter, wenn die Keton-Schuhe haben, dann wird's wild. Oh mein Gott. Die haben tatsächlich Keton-Schuhe. Alter, was? Alter, Keton-Sneaker oder was? Also ich werde den Schuh wahrscheinlich nie anziehen, aber... Also ich mache jetzt, mach jetzt Sport mit Assis. Also wir gucken uns den weißen Sneaker einfach mal an. Alter, was? Ey, die hole ich mir 100%. Okay. Also die sind... Alter, in grün sogar. Ja, auch rot feiere ich mehr. So, die Schuhe, würde ich sagen, sind qualifiziert, weil ich habe mein rotes Sakko und im Sommer trage ich sowieso sehr, sehr viele rote Accessoires. Gucken wir mal. 9 ist sogar da. Tun wir mal. Ich habe zwischen 8,5 und 9. So, und hier steht jetzt... Ach, mit Kontrastsohle. Ich habe mit Kroko-Optik verstanden. Okay. Ja, nee. So, nee, mit Kroko-Optik. Ich sehe hier gar nichts. Was steht denn da hinten drauf? Steht da irgendwo Keton drauf? 600 Euro, ich bitte dich, 600 Euro, ey, das kann doch nicht sein. Warum kosten die 600 Euro? Da ist nichts dran, nichts. Die Sache ist, das ist halt in Rot und ich trage sehr gerne Rot, das ist das Problem. Aber 600 Euro ist schon krank. 600 Euro wäre dämlich, das zu kaufen. Vielleicht gibt es den auch gar nicht mehr in meiner Größe. Ja. Gäbe es noch in der Größe, ja. Okay, wir lassen es erstmal offen. Ich muss sagen, der gefällt mir jetzt nicht so sehr. Ist jetzt ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, der ist mir ein bisschen spießig. John Lopp, klassische Marke, konservativ, aber who knows. Ich muss sagen, der gefällt mir... Oh, komm schon. Warum sieht das hier so crap gestickt aus? Ey, guck mal, ich hätte den so gern gehabt. Guck mal, wie das hier aussieht. Das sieht sehr unsauber aus, oder? Ey, gefällt mir so gut. Wie ein Fake. Oh, Mann. Ey, der kostet nur 300, also der kostet 300 Euro. Ja, Leute, ich sag euch, wie es ist. Also, irgendeinen Sneaker muss ich hier mitnehmen. Dann ist es halt der hier. Oh. Okay, also ich sag mal so. Schuhe lassen wir erstmal. Nein, lieber den Grunden. Lieber den... Wir lachen, guck mal. Wir warten erstmal... Also den roten zum Beispiel, der ist confirmed. Auch guter Preis, 300 Euro, das kann man sich nicht beschweren. Ich brauche auch neue Hosen. Ich brauche auch neue Hosen, ja, tatsächlich. Aber das, meine lieben Freunde, ist ein bisschen zu... Alter, was? 2000 Euro? Die Preise sind einfach auf einem anderen Planeten. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, was Farfetch hier versucht, aber sie versuchen einfach... Also ich habe noch nie... Ey, kann mir mal bitte einer sagen, also für 11.000 Euro, das ist echt eine Frechheit, also übertreibt man nicht. Und übrigens, eine Jeans von Keton kostet 500 Euro, maximal, also übertreibt doch mal nicht. So, was haben wir denn hier? Guck mal, die roten Sneaker und dazu diese Hose. Ich weiß, ihr werdet es nicht feiern, aber ich sag nur, wäre witzig. Einstecktücher ist bei mir so, ist eine sehr große Sammelleidenschaft. Also ich muss sagen, die sehen irgendwie lustig aus. Also jetzt für mein gelbes Sakko, das hier können wir schon mal in den Einkaufskorb tun. So, jetzt Krawatten. Krasse Krawatte. Habe ich schon so in der Art, aber nicht gleich. Die Krawatte gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich kann dazu... Boah, ich kann dazu meinen marineblauen Anzug anziehen. Hier, den hier. Ich ziehe einfach den hier dazu an. Das ist eine gute Idee. Hey, übrigens, diese Uhr hier, die brauche ich so dringend. Diese Uhr, ich weiß, also... Falls sie irgendjemand da draußen hat, ich brauche sie sehr, sehr dringend für eine ganz, ganz besondere Person. Man, Alter, wenn ich die Uhr finden würde, das wäre auf jeden Fall mega. Na, zu dem Anzug, glaube ich, wird das hier sehr gut passen. Tun wir auch nochmal mit rein.
Ist Seide nicht haram? Nein, nur wenn, also auf der Haut wird davon natürlich, das ist was anderes. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal hier durch. Lass mal gucken, was wir haben. Okay, also den hätte nämlich auf jeden Fall, den Chiton. Vielleicht finden wir gleich nochmal was anderes. Ich sag mal, die Sachen sind schon mal okay. Einstecktuch und Dings. Gehen wir mal kurz zum Bezahlen. Ja, was wir heute noch uns aussuchen, ist auch zum Thema Sakkos und so weiter. Ich hatte da mir mal ein bisschen was Casual-mäßiges aussuchen. Alter, ein Cutaway? Alter, wenn das einer tragen kann, ja, dann ja wohl ich. Sogar Größe 98. Alter! Ich sag mal so, in den Warenkorb. Wenn man's braucht, hat man's. Marc, was sagst du zu Horando? Hab bei einer Uhr gesehen, die ich sehr lange haben will. Von Peter H45. Ist ja auch gut, dass der Peter die Uhr mitgeschrieben hat. Horando tatsächlich kenne ich jetzt so nicht. Luxusuhren kaufen, der Spezialist für Luxus. Okay, gucken wir mal rein. Black Week. Okay, was haben wir hier? Hamilton, Longines und Alpina. Okay. Was haben wir denn noch? Gehen wir mal bei Rolex rein. Kicken mal da durch. Also. Alter, was? Alter, die haben die Uhr. Okay. Also was ihr nicht wisst, ist, diese Uhr brauche ich sehr, sehr dringend. Und ich muss eine Sache sagen, der Preis ist also der Preis ist sehr günstig. Es ist eine ganz, ganz besondere Uhr. Und zwar, immer wenn ihr seht TBR, ist es Factory Setting. Und ich suche diese Uhr tatsächlich schon sehr, sehr lange. Krass. Das Besondere an dieser Uhr ist, es ist eine Platin-Variante. Und diese Uhr zu finden, ist extrem schwer. Ne? Erstmal Provision an den Typen, der dir Orando gezeigt hat. Also ich sag mal so, wenn die Uhr tatsächlich, wenn ich die Uhr gleich tatsächlich, wenn die, also ich muss das gleich nochmal testen, wenn die Uhr tatsächlich da ist, dann verlose ich eine Uhr von der Seite. Irgendwas günstigeres, was ich selber nicht habe. Express-Checkout. Ja, Mann, ich glaube, ich secure erstmal. Pass auf, wir machen einen Deal, okay? Ich bestelle jetzt diese Uhr. Damit haben wir dann auch jeden Rekord gebrochen. Wenn ich die Uhr bestellen kann und wenn der Lieferzeitpunkt stimmt, dann suche ich nur eine Uhr für die Community aus und verlose die hinterher. Durch den Gutschein Present erhalten Sie. €300 nehme ich mit. Ja, ich sag mal so. Ich guck mal gerade E-Mails noch nach. Ja, Mann, der Auftrag ist durch. Alter, perfekt, Mann. Ey, wisst ihr, was ich tun musste für. Ey, diese Uhr. Ich habe die normale an sehr, sehr viele Fußballer verkauft, Alter. Horando, ich muss mal sagen, vielen Dank dafür. Wir müssen ja noch eine Uhr aussuchen. Für die Community jetzt. Mir hat eben diese grüne Tag Heuer sehr gut gefallen. Und 43 mm ist auch eine ganz coole Uhr. Ich glaube, ich würde die mal auswählen. Die geben auch ein bisschen Rabatt da drauf. 19% Rabatt ist doch eine gute Sache. Es wird auch ein cooles Event dann. Iced out mit 1 €. Kreditkartenlimit nicht im Hause Gebauer. Nein, guck mal, ich kaufe ja sehr viel damit. Auch jetzt auf Chrono24 und so weiter. Von daher bei mir muss die Kreditkarte, das muss immer funktionieren. Sonst stell dir mal vor, jetzt hätte mir jemand die Uhr weggeschnappt, das wäre katastrophal gewesen. Von daher, ich würde sagen, der Abend hat sich bei mir schon gelohnt, auch wenn ich Geld ausgegeben habe. Es kommt auch wieder rein. Von daher, ich würde sagen, für nächste Woche Freitag, für den Black Friday, verlosen wir einfach die Uhr hier.